Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Farm Manager 2021. Ja und endlich Freunde, endlich, verbleiben 7 Tage. Wir können endlich 150 Mitarbeiter einstellen. Wir können hier ein bisschen in unsere Forschung investieren. 7 Tage lang dauert das Training in die Personalverwaltung und dann kann man bis zu 150 Mitarbeiter einstellen. Stufe 2 werden dann 300, Stufe 3 500, aber das ist echt noch in weiter Ferne. Was wir missionsmäßig machen müssen, ist das hier, die Schulung für das Arbeitsrecht. Vergrößert die Ausdauer von Arbeitern um 5% und genau das werden wir auch gleich tun, nämlich dann, wenn das da unten fertig ist. Wir sind bei 55%, da warten wir nochmal die paar Tage ab und dann investieren wir in die Schulung für die Mitarbeiter, für die Ausdauer nämlich. Das ist auch ganz wichtig, denke ich mal. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal in dem Forschungsreiter, was wir da sonst noch so alles tun können. Da gibt es ja einen Haufen von verschiedenen Dingen, in die man investieren kann, die man dort dann quasi kaufen kann, die man verbessern kann für die Mitarbeiter. Immer nur eins nach dem anderen natürlich. 2 Tage bzw. 7 Tage hat das jetzt gedauert. Es gibt auch Dinge, die dauern 90 Tage. Also sollten wir uns dann schon noch genau überlegen, was wir da jetzt wählen. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz gut, dass wir jetzt zumindest die Möglichkeit haben, 150 Leute da oben einzustellen. Okay, dann gucken wir gleich mal in den Forschungsbaum. Da müssen wir wieder hier unten, hier unten rein. Was haben wir denn da? Workshop zur Produktionsverwaltung. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal das, was wir wirklich missionsmäßig machen müssen. Und das ist das hier, Schulung über das Arbeitsrecht 500. Bitte schön, die 3 Tage, die haben wir ja gerade noch Zeit. Es ist ja eh gerade Winter, da läuft uns ja keine Zeit davon. 7 Schafe haben wir hier drin, 0 Kühe haben wir da drüben drin, eh wie immer. Erdbeer. Wie schauen wir denn da jetzt mittlerweile aus? 600, knappe 700 Himbeeren und 700 Erdbeeren, das ist ganz gut. Das mit dem Mohn läuft auch, 2000 Mohn. Sehr schön, das da hinten. Können wir das jetzt vielleicht abreißen? Können wir auch noch nicht. Das Gebäude muss die Kampagne abschließen. Scheiße, okay, das muss hier also stehen bleiben. Und das wird auch so stehen bleiben, noch eine ganze Weile. Der Chef bereitet das Unternehmen auf den Einstieg in exklusivere Märkte vor. Auch deine Farm wird mit von der Partie sein. Ich bin doch hier mein eigener Chef. Welcher Chef denn? Das Fleisch und die Eier der Wachteln sind sehr autoaromatisch. Gesund und hochpreisig. Errichte eine Wachtelfarm. Beginne mit 3 kleinen Hühnerstellen. Kaufe mindestens 30 Wachtel und produziere 250 Wachteleier. Komplett neues Segment wieder. Uiuiuiui. So, warte mal. Dann machen wir mal hier kurz ein bisschen vorsichtiger mit der Zeit. So, was tun wir? Erstmal würde ich sagen, wir gucken wieder in die Forschung. Was können wir denn da machen? Die Produktion ist um 10% schneller. Das klingt auch ganz gut. Dann brauchen wir nämlich keine Mitarbeiter einstellen. Dort 90 Tage. Alter Falter. Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Zugang zu einem Windkraftwerk. Auch ganz nett. Da müssen wir die Stromleitungen nicht durch die Farm führen. Was haben wir noch? Praktischer Workshop über Lagerverwaltung. Vergrößert die Kapazität der Lager um 10%. Klingt auch ganz gut. 30 Tage. Praktische Schulung für Verhandlungsfähigkeiten. Verringert den Preis für Maschinen an der Börse um 10%. Senkt die Rechnungen um 2%. Vergrößert die Lebensdauer von Maschinen um 10%. Dauert 7 Tage. Beschleunigt die Regenerierung der Ausdauer von Saisonarbeitern um 15%. Beschleunigt die Regenerierung der Ausdauer von festangestellten Arbeitern um 15%. Erhöht die Effizienz der Arbeiter um 10%. Mentorkurs. Puh, da gibt es aber einiges. Alter Falter. Ein Jahres Landwirtschaftsakademie. Vergrößert die Qualität und die Anzahl der Erträge um 10%. Öffnet der Zugang zu Fachschulungen. 365 Tage, also wirklich ein komplettes Jahr. Kostet 100.000. Und hier könnten wir auch in 300 Arbeiter investieren. 25.000. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal für den Anfang erstmal... was war das da oben? Vergrößert die Kapazität der Lager. 30 Tage, 10% mehr Kapazität im Lager, kostet 3.000, bitteschön. 30 Tage haben wir jetzt zumindest mal die Akademie, die Forschung abgehakt. Da können wir eh nichts tun. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt hier um einen komplett neuen Wirtschaftszweig kümmern. Wir haben ja bisher nur Schafe und Kühe und Ziegen auf unserem Hof, in unserer Viehzucht da drüben. Jetzt geht es anscheinend auch zu den Wachteln und zu den Hühnerstellen. Errichte ein neues Gebäude, kleiner Hühnerstall. Gut, vielleicht leben die Wachteln auch in dem Hühnerstall. Das kann natürlich auch möglich sein. Und das ist der Fall. Guck mal, wir haben Hühner, die wir da reintun können und auch Gänse. Cool. Mittlerer Hühnerstall. Oh, erfordert ein Jahres Landwirtschaftsakademie. Eieieiei. Und der Kurs für Tierzüchter. Boah, da gibt es aber einiges hier.
Also natürlich, die Dinge kennen wir ja schon. Ich als Werkstatt des Mechanikers wird für den einbrandfreien Zustand all deiner Maschinen sorgen und dieses bei Bedarf reparieren. Ich glaube, den sollten wir uns vielleicht auch mal zulegen. Den tun wir vielleicht hier hin. Warum können wir den nicht... Ruckelt schon ein bisschen. Wahrscheinlich haben wir schon echt viel gebaut. Den Mechaniker sollten wir aber irgendwo hier hin tun. Vielleicht machen wir den da hin. So. Also im Baumenü ruckelt schon ein bisschen. Hier noch nicht. Hier ist alles gut. So, dann haben wir nämlich den Mechaniker. Da müssen wir da, glaube ich, nicht selber gucken. Mit der Reparatur. Schauen wir dann gleich nochmal. Gut, dass ich das entdeckt habe. Und können den Mechaniker direkt darüber schicken und der macht das dann von selber. Das finde ich sehr gut. So, der Hühnerstall. Wir haben den Hühnerstall hier. Und könnten sogar einen großen Hühnerstall irgendwann mal uns hier aufstellen. Da fordert die Einjahreslandwirtschaftsakademie. Die brauchen alle diese Einjahreslandwirtschaftsakademie. Auch der mittlere Stall. Der war natürlich größer als der hier. Geil. Finde ich aber cool. Erfordert Schulung für Tierzüchter. Brauchen schon echt viel. Wir widmen uns mal nur dem kleinen Hühnerstall. Ich glaube, das ist mal für den Anfang das Beste. Die Frage ist nur, wo kommt denn das alles hin? 3 Hühnerställe brauchen wir. Das heißt, wir stellen mal 4 auf. Einfach, weil es besser aussieht. Das war falsch. Wir können aber auch hier auch sagen, wir fahren mal da nach unten. So. Es ist ein bisschen doof, dass wir jetzt hier quasi vom Schlachthof da nicht mehr durchkommen. Wir müssen also quasi all das, was wir da hinten bauen, muss entweder von hier nach unten kommen, von der Straße eben. Oder von hier. Weil da kommen wir nicht mehr durch. Außer wir kaufen uns irgendwann mal dieses Gebiet da drüben noch dazu. Aber das wird, glaube ich, noch nicht jetzt möglich sein. So, lala. Was ist hier los? Achso, verbleibende Zeit. Produziere 6 Dinger. Keine Elektrizität. Ja. Das kommt schon. Die Windkraftwerke hätten wir jetzt lernen können. Dann wäre das mit der Elektrizität wahrscheinlich ein bisschen einfacher vonstatten gegangen. Wo führt denn die Elektrizität da lang? Da hinten. Bis hierher. Aber gut, das mit den Telefonmasten geht ja auch ganz easy. Oder auch nicht. Na, warte mal, dann machen wir das anders. Hä, warum funktioniert das denn nicht? Warum kann ich da keinen Strommasten reintun? Also das Trafo-Dings. Warum geht das da nicht hin? Hm. Versuchen wir was anderes. Vielleicht geht's hier mittig? Ne, hier mittig geht's auch nicht. Oder sind wir vielleicht ein bisschen zu nah bei der Straße? Ah, wir waren zu nah an der Straße, deswegen hat das nicht funktioniert. Na, interessant. Okay, jetzt haut's aber auf jeden Fall mal hin. Sehr gut. Das heißt, hier haben wir jetzt die Wachteln drin. Was brauchen die denn zum Essen? Also noch nicht, wir kaufen die jetzt erstmal. Wir könnten 10 Hühner reintun, 10 Enten, 10 Gänse oder 10 Wachteln. Ganz ehrlich, eine Wachtel ist ja relativ klein. Im Gegensatz zur Gans. Sagen wir jetzt mal so. Ja, ist ja nicht so, dass sie dieselbe Größe hätten. 10 Wachteln oder 10 Gänse ist doch ein Unterschied. Da könnte man ja dann locker 30 Wachteln hier in eine reinbekommen. Wir müssen jetzt so oder so schon. Warte mal. 7. Wir kaufen mal 8 und 7. Dann können die nämlich noch Nachkommen zeugen. Wir haben aber gleichzeitig die Mission erledigt. Wenn wir jetzt nur 6 kaufen, dann ist das ein bisschen doof. Dann haben wir nämlich nur insgesamt 24. Wir brauchen ja 30. Dann kaufen wir 8 und 8. Dann haben wir nämlich 16. Hier kaufen wir 7. Dann haben wir 23. Und hier kaufen wir auch mal 7. Dann haben wir 30 insgesamt. Und die produzieren dann wieder Nachkommen. So. Hier auch Wachteln. Hier auch Wachteln. Und hier auch Wachteln.
So, und dann mal kurz auf Pause, denn wir brauchen hier bestimmt wieder irgendwelches anderes Zeug, was wir erst importieren müssen. Apfel, Kürbis, Leinsaat, oh Gott, Buchweizen und Weizen. Leinsaat, das hätten wir ja da drüben, glaube ich, herstellen können sogar. Hier. Cool. Hätten wir es quasi von da drüben nach hier drüben bringen können. Jetzt müssen wir es aber kaufen. 250 Stück Wachteleier sollen wir produzieren. Haben wir Weizen angebaut? Das ist kein Weizen. Karotten, das ist glaube ich auch kein Weizen, das ist der Hafer. Nope, wir müssen alles kaufen. Na supidupi, wir haben Weizen, Buchweizen, Leinsaat, Apfel und Kürbis. Dann gucken wir mal, was ist denn am teuersten. Ich lege mal das mal alles hier hin zum Vergleich. Weizen. Wir müssen ja keine Bio-Wachteleier herstellen, nee, das sind nur normale. Leinsaat. Und was war das letzte? Kürbis. So, Kürbis. Okay, der Apfel wird 4 kosten. 5, 1, 11, oh Gott, und 5. Dann würde ich sagen, Leinsaat verzichten wir mal drauf. Und auch auf, nee, die anderen müssen wir ja kaufen. Wir haben ja immer gesagt, 4 kaufen wir. So. Wenn wir 50 pro Stall machen, dann brauchen wir von jedem zumindest mal, nee, wir müssen das so eigentlich gar nicht machen, ich brauche das im Handel hier drin. Apfel, Buchweizen, Weizen, Kürbis, das müssen wir uns merken. Apfel, obiges kaufen bis 200. Buchweizen, kaufen bis 200. Normaler Weizen ohne Buch, der ist nicht so studiert, ist nur ein normaler Weizen. Ist das der normale Weizen hier? Ich hoffe mal. Ist normaler Weizen? Das ist irgendwie nicht der normale Weizen. Das ist der normale Weizen. Was ist denn das hier? Achso, dann haben wir ja schon den Weizen. Wo brauchen wir denn den Weizen? Wer weizt denn hier? Ach, die da hinten brauchen den Weizen. Ach, interessant. Aha! Okay, dann können wir also hier quasi sagen, der Weizen, wo war er denn jetzt? Weizen auf 400. Zack! Na, easy cheesy. Cool. So. Dann haben wir Weizen, wir haben den Buchweizen, wir haben den Apfel, dann brauchen wir noch den Kürbis. Was ist das? Der Zwiebel. Schade, dass man hier kein Overlay hat, was das dafür für ein genaues Ding ist. Ich meine, das wird das Wachteleier sein, Tomaten, Tomatensaft, Tomatenpflanzen und so weiter und so fort. Das hier beispielsweise gefrorener Spinat? Keine Ahnung. Könnte sein. Hier ist wahrscheinlich Essig oder Öl. Sonnenblumenöl, wird vermutlich Öl sein. Da ist eine Marmelade. Die Frage ist nur, welche? Wissen wir leider nicht, weil es kein Overlay gibt, blöderweise. Ich glaube, das gab es sogar früher, durch irgendeinen Patch gab es das aber mal nicht mehr. Warum auch immer. So, 200. Okay. Dann kommen da jetzt schon mal die Zutaten an. Dann gucken wir mal. Wir haben hier eine Scheune, die uns, glaube ich, nicht so wirklich viel bringt. Wir haben hier ein Lager, wo schon relativ viel drinnen ist, denke ich mal. Der Apfel definitiv. Der Kürbis wird da sicherlich auch irgendwo Platz finden. Ich sehe ihn nur gerade nicht. Hallo, wo ist denn der Kürbis? Hier ist der Kürbis, hier ist der Kürbis. Weizen ist hier vermutlich nicht drin. Ich gucke nämlich nur gerade, ob wir nicht vielleicht irgendwie noch ein Lager oder sowas dazustellen sollten, möglicherweise. Tierklinik? Ist das hier noch im Radius? Jo. Wo haben wir denn den ganzen Spükes drin? Ist da der Weizen drin? Da ist der Weizen drin. Wir haben... Oder hatten? Ne, hier. Okay, das passt. Da haben wir das kleine Silo. Sehr gut, sehr gut. Da kommen schon unsere Viecher. Buchweizen kommt dann vermutlich auch da rein. Na, guck mal, wie klein und süß die sind. Na, stell dir mal eine Gans vor. 10 Gänse. Voll überfüllt, dieses Gehege hier. Voll ausgeliefert. Überall eine Straße drumherum. Pff. Na, ich weiß ja nicht. Okay, erstmal wieder auf Stopp gehen, denn wir brauchen Mitarbeiter. 30 Wachteln haben wir. Sehr gut, sehr gut. Erfolg. Ein Erfolgserlebnis. Sehr schön. So, ich wollte nur gucken, ob die Essen bekommen, ob die auch hier alle in der Nähe sind. Schnell mal alle markieren. Dass sie nämlich nicht irgendwie einen mega langen Fußweg oder sowas haben. Und dann würde ich sagen, können wir uns hier direkt noch so ein Gebäude hinstellen für feste Angestellte. Das kommt hier hin und das beinhaltet dann mal nur die Leute, die 4 für hier. Weil die da vorne sind schon voll, 7 von 8, da passt nur einer hin. Und der hätte dann auch einen langen Weg. Der müsste dann hier rum, lalalalalala. Da sind wir dann doch mit der hier schon, also mit der Scheune da, mit der Gebäude für feste Angestellte doch viel, viel näher dran.
Ich hoffe, die überleben das jetzt. Ich meine, es ist Winter, die haben nichts zum Essen, weil keiner noch arbeitet. Ich hätte vielleicht die Angestellten mal früher anstellen sollen. So, Tiere. Na, immerhin, eine ist schon mal gut dabei. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Da. Zuweisen. So. Okay, wir brauchen noch drei. Der kann gut mit Maschinen und Tieren und Imkerei und Tiere. Nee. Die werden das schon überleben, hoffentlich. Ach, die süßen Wachteln. Sehen ein bisschen aus wie Hähnchen von oben. Aber halt nicht so riesig wie eine Gans. So, Tier und Ausdauer finde ich okay. So, der kann gleich mal da arbeiten. Dann haben wir nämlich schon zwei. Auch Tiere. Der kommt hier hin. So, und dann brauchen wir nur noch einen. Tiere pflanzen. Noch einen ganz kurzen Moment warten. Ich hoffe, die überleben das. So, nochmal gucken. Tiere, sehr gut. Achso, hoppala, bin ja eh hier richtig. So. Okay, die zwei haben zwar noch nichts zum Futtern. Oh, 48 schon. Alter Falter, das geht aber echt in die Höhe. Neues Tier. Ach, tatsächlich, die sind schon zu neun hier. Guck mal. Okay, na guck mal, ein bisschen Leben haben die noch. 80 Leben, denke ich mal. Neues Tier, kleiner Hühnerstall. Gewächshaus Erdbeere, sehr schön, sehr schön. Okay. Die Wachteleier. Oh, sind schon. Okay, als nächstes sollten Straßen, Straßen, Strauß. Wir bauen Straßen an. Also wir widmen uns jetzt einem komplett neuen System der Straßenmeisterei. Wir bauen jetzt Straßen. Strauße auf deiner Liste stehen. Baue zwei Straußengehege und kaufe mindestens 15 Strauße. Pff, was der alles einfällt. Die könnte man dann hier hin machen, wenn das funktioniert. Mal gucken. So, aber ich würde ganz gerne mal gucken, wie sieht das denn aus mit den Wachteleiern? Wie viele haben wir denn da? 169. Können wir mit denen irgendwas anstellen? Außer, dass wir die verkaufen. Ich glaube nicht. Wie viel bringt denn uns da ein Stück? 6 Euro. Das ist gut. Der Preis sinkt zwar ein bisschen von 5,64 er sinkt von 5,64 auf 6,28. Keine Ahnung, wo der den Preis herkriegt. Normalerweise ist hier, ich sag mal, 5,26, 5,25, sowas. Mysteriöse Preisgestaltung. Okay, die werden aber direkt schon mal verkauft, das finde ich gut. Das heißt, Feld geerntet, heißt es auch, errichte ein neues Gebäude, kleine Straußenfarm. Eieieiei. Wieder was Neues. Erlaubt die Zucht. Zwei davon. Ach du Scheiße, ist das riesig. Würden wir natürlich hier perfekt reinbekommen, aber leider nur eins. Könnten wir hier hin machen. Oder? Vier Kacheln und vier Kacheln? Würde hier ganz gut hingehören. Machen wir das mal. Und dann gucken wir mal, dass wir direkt mal zwei Leute einstellen. Da ist ja eh gerade keiner da. Alter, guck mal, sogar mit dem, das habe ich noch nie gesehen. Mit den Maschinen. Ich wollte nur mal gucken, was macht denn der? Ah! Cool! Anhänger mit Wasser. Ist ja nur die Frage, wann greift denn der ein? Wann tut er was? Ich meine, hier zum Beispiel, der da unten, wo war er denn? Sämaschine für Getreide beispielsweise. Ohne Haar. Sämaschine. Ist ja nur noch bei 90%. Ah, ruf einen Mechaniker, wenn die Haltbarkeit der Maschine unter 70% liegt. Ja, okay, das ist okay. Bei 70% ist ganz okay. Das passt schon. So, der hat wieder keinen Strom, der Lustige da drüben. Also hat er keinen großen Radius, wenn du mich fragst. Machen wir das hier nach hinten. So, und ich hoffe, ich kann da. Zack.
so ein Ding reinsetzen. So, lala. Haben wir jemanden, der gut mit Tieren kann? Wir haben überhaupt niemanden, der gut mit Tieren kann. Na, herzlichen Glückwunsch. Andere Frage. Was brauchen die zum Futtern? Achso, das ist das Lager. Wir haben noch niemanden drin. Ich bin ja auch doof. So, kaufe, wie viel? 15. Dann kaufen wir mal 8. Und 7. So, dann haben wir 15. Sehr gut. Was brauchen die denn zum Futtern? Die brauchen Mais. Die brauchen, was? Sorghum. Sieht aus wie so ein Chicken Stick. Soja. Wieder diesen Leinsaat, den teuren. Und die Sonnenblumen. Okay, Mais, Sorghum, Soja, Leinsaat und Sonnenblumen. Wir gucken mal, was ist am teuersten. Mais. Ich wieder vergessen. Sorghum. Ich denke mal Sonnenblumen. Leinsaat, das war das teure. Sonnenblumen kam, glaube ich, auch noch. Oh, scheiße. Jetzt habe ich das letzte vergessen. Scheiße. Was war das? Soja, natürlich. So, wie ich das Spiel kenne, ist das jetzt hier alles weg. Na, klar. Sorghum. Das ist eigentlich ganz billig, für das, dass ich nicht weiß, was das ist. Vom Bild her kenne ich es, aber vom Namen her überhaupt nicht. So. Nicht zu viel reden, sonst vergesse ich wieder alles. Soja. Leindingsbums. 11 Euro, das kaufe ich ja sicher nicht. Und Sonnenblumen. Wobei die Sonnenblumen auch nicht gerade billig sind. 7,53. Die anderen gehen alle. 100, das passt sogar. 100, 100, 100, 100, 100. Kostet 1200. Naja, es geht ja. Ist ja alles in Ordnung. So, dann brauchen wir das hier nochmal alles. Mais. Kaufen bis 100. Alles richtig eingestellt von den Voreinstellungen. Sorghum. Mach dir keine Sorghum. Alles ist gut. Du brauchst dir keine Sorghum machen. Sonnenblumen, die teureren. Damit wir sicher gut Geld machen mit Sonnenblumenöl. Kann ich mir vorstellen. Und, hab schon wieder vergessen, ich glaube Soja. Oder haben wir das Soja schon? Das Soja haben wir schon. Was war denn das noch? Mais? Ne, Mais haben wir auch schon. Soja, Sonnenblumen? Sorghum, wir haben doch schon alles. Ne, eins fehlt uns noch. Das Soja, natürlich fehlt uns noch das Soja. Ist das das Soja? Das sieht irgendwie nicht so danach aus. Oh, doch. Naja, nicht ganz. Soja, ich hoffe, das ist das Richtige. Guck mal, das da brauche ich. Und nicht das hier, das ist ein Sojaschnitzel. Ich glaube, mit Sojaschnitzel werden wir den nicht gut füttern können. Ach, guck mal, wir haben schon Soja. Ah, das haben wir wahrscheinlich wieder bei den Ziegen, oder? Ne, bei den Schafen. Guck mal, die Schafe haben Soja. Aber wenn die Schafe Soja haben, dann müssen wir da ja 250 haben. Nicht nur 200. Wir haben ja 5 Schafställe. Hm. 250, 250. Na gut, dass ich da mal drauf gucke. Was haben denn die noch? Gras? Okay, das ist eh schon mitberechnet. Und Weizen. Weizen haben wir, glaube ich, auch schon irgendwo anders. 4,50. So, Soja. 2,50. 3,50. Habe ich den Soja jetzt abgebrochen, ich Doofi? Natürlich hätte ich den Soja jetzt abgebrochen. Ich wollte das Fenster nur wegmachen. Man merkt, ich bin vom Fach. 350. So. Okay. Haben wir jetzt schon Mitarbeiter? Ich glaube, einen haben wir. Oder eine. Eine. Huh? Wo sind der hin? Oder die? Oder haben wir doch keinen eingestellt? Nee, ich glaube, wir haben doch noch keinen eingestellt. Okay. Na gut, dann gucken wir direkt nochmal. Ja, das waren die zwei, die nichts können. Okay, ich sehe. So, dala, das löschen wir mal alles. Wie sieht's denn hier aus? Da sind schon 10, das geht aber recht flott. Guck mal, hier sind auch schon 10, da sind auch schon 10, da sind auch schon 10. Alter, sind die schnell. Hohohoho. Na, die freuen sich aber anscheinend. So, du musst Weizen, Hafenroggen und Buchweizen anbauen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Obstgärten kann der eh nichts. Den nehmen wir trotzdem.
So, Immanuel, bitteschön. Achso, ich sollte das vielleicht mal auswählen. So, Verarbeitung Tiere. Ach Gott, ich will das doch nicht anpflanzen. Erstelle 4 Felder mit einer Mindestgröße von 50x50 und baue Nutzpflanzen an. Nein! Ja, dann weißt du was, dann wird der Kohl weichen müssen. So sehe ich das. Dann wird der Kohl weichen müssen und das hier weichen müssen. Ist die Frage, ist das 50x50? Wie groß ist denn das? 24x36, ja, das geht sich nicht aus. Fuck, oh mio. 0,2 Hektar. Scheiße. Wo sollen wir das denn unterbekommen? Ich glaube, dann werden wir hier ein bisschen mit der Landwirtschaft anfangen müssen, wenn sich das alles noch ausgeht überhaupt. Oh! Okay, ich glaube, wir nähern uns bald unserer Kapazitätsgröße, habe ich das Gefühl. Eieieiei. Aus der Obstgärten, na super. Einen Obstgarten hätte ich jetzt auch gern. Hä? Ach, die, sind die schon tot? Nee, die leben noch. Oh, ich dachte schon. Oh, oh, oh. So, komm jetzt hier. Tiere, Pflanzen, Tiere. Dich nehme ich. Jetzt haben wir mit dem Klopftier. So, zuweisen. Okay. Na, das kann ja lustig werden. Scheiß mich an, ey. 0,2 Hektar pro Feld, wohlgemerkt. Pflanze Weizen auf dem Feld an. Wir haben Frühling und überall grünt es wieder. Mhm. Oder sollte man vielleicht da oben ein bisschen anders umgehen mit den Feldern? 0,086. 0,086. Selbst wenn wir jetzt sagen, wir reißen das hier ab, kommen wir, glaube ich, nicht auf 2. Oder? Wo kann ich denn da nicht drüber bauen? Das wären 0,02. Nee. Eieieiei. 0,034. Da haben wir zu kleine Felder gebaut. Und ob wir das dann noch alles unterbekommen? Oh, das sind doch schon die größten Felder. Guck mal. Ja, aber da sollte man schon 4 Felder hier hinbekommen, denke ich mal. So, was hat die Dame da gesagt? Mit einer Mindestgröße von 50x50? Aber eine Mindestgröße von 50x50 ist doch was ganz was anderes dann. Eine Mindestgröße von 50x50 bekomme ich gar nicht hin. Jetzt möchte ich mal probieren. Ich weiß nicht, soll man das probieren? Ich meine, hier steht ja minimale Feldgröße 0,2 Hektar. Die 0,2 Hektar hätten wir ja auch anders als durch 50x50. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist eine Straße da durchbauen. Das ist eine irrsinnige Kacke, weil wir jetzt quasi hier noch Felder machen müssen. Was ich ja immer vermeiden wollte. Ich versuche die mal da irgendwie hinzubekommen. Na, das war nicht so geplant. Scheiß mich an, ey. Wir haben zu groß gebaut. Das rächt sich jetzt. Ich probiere das jetzt mal. Weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir speichern jetzt einmal. Wenn das nämlich nicht gut läuft. So, da muss ich hin. Wenn es nämlich nicht gut läuft, dann können wir nochmal laden. Und dann probieren wir das mal. Das ist aber auch Kacke. Weil so ein kleines Feld kann ich ja gar nicht anbauen. Guck mal, wie weit das da gehen müsste. Und ich kann auch nicht sagen, das ist so ein abgehacktes Feld. Wo die Straße dann quasi hier so rumgeht. Eieieiei.
Na gut, wir könnten da vielleicht noch ein paar Häuser oder sowas reinstellen. Das wäre eine Idee. Aber nee, warte mal. Ich reiß die Straße nochmal weg. Die Häuser können wir so oder so reinstellen. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir die Werkstatt weggerissen. Nein! Oh! Der reinste Horror. Garagen. Nein, ich meine Werkstatt. Wo war denn die? Sonstige, hier. Vielleicht machen wir die Werkstatt hier hin. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir nämlich die Schotterstraße direkt hier durchführen. Und natürlich nicht komplett Schotter. So, dann haben wir zwar keinen Platz mehr. Jetzt will ich das wieder wegreißen. Und mittig reinmachen. So, das schön ausschaut. Okay, und dann versuchen wir uns mit den Feldern noch ein bisschen da zurechtzukommen. Dann können wir nämlich die Felder anders liegen. Und ich liege mal nur dieses eine Feld. Boah, ich hoffe, das funktioniert so. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe ja da ein bisschen Bammel. So, wenn ich jetzt sage, ich baue hier Hafer an. Oder was wollten die da Hafen? Hafen vor allem. Hafer. Aber wir haben doch schon mal Hafer angepflanzt. Gras? Hafer! Die doofe Schnulle hier. Hier ist Hafer. Sind zwar nur 0,072, aber hier ist Hafer angebaut. Vielleicht das Feld hier wegtun würden mit dem Gras. Gemeinsam mit dem hier. Glashäuser. Boah, nee, ich will nicht umbauen. Nee, bitte nicht. Oh Gott. Oh. Bekommen wir hier 4 Felder unter? 1, 2, 3. Und wenn wir Glück haben, hier das 4. Und dann sind wir wirklich an der Kapazitätsgrenze. Dann können wir nicht mehr größer bauen. Da müssen wir irgendwas wieder entweichen. Vielleicht die Milchproduktion einstellen. Oder einen Schlachthof einstellen. Na Halleluja, nur mit diesen komischen Ideen, was die Anna da oben immer... Die will uns in den Ruin treiben, ich hab's doch gewusst, die will uns in den Ruin treiben. Gut, normalerweise hätten wir ja die Milchproduktion schon lange einstellen sollen, weil es ja eben hieß, okay, man sieht es ja auch da oben, Milchpreise sind im Keller. Aber wir verkaufen die Milch ja nicht, wir verkaufen die Milch ja nicht, wir stellen ja Käse dadurch her. Deswegen haben wir eben diese Dinger hier noch stehen. Aber ich glaube, früher oder später werden wir die abreißen müssen, wenn die uns nicht sagt, okay, mein lieber Muckimuck, ich gönne dir diesen Bereich da drüben. Dann wäre das natürlich wieder was anderes. Na gut, ich würde sagen, nächste Folge kümmern wir uns einfach mal um die Felder. Und ich hoffe, dass das funktioniert, dass wir jetzt hier sagen, ich baue jetzt mal Hafer an. Dass das dann hinhaut. Ich lasse das jetzt nämlich mal bei dem einen Feld. Minimale Feldgröße ist nämlich jetzt 0,2 Hektar. Wir haben hier 0,208. Haben aber nur 52 mal 40. Das heißt, wir sind hier hinten zu klein. Und die wollten ja 50 von 50. Also 50 mal 50. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das hier funktioniert, dass der da Hafer anbaut und das zählt. Das werden wir nämlich rausfinden in der nächsten Folge. Wenn es nämlich nicht zählt, dann müssen wir wieder umplanen und das kann ja dann lustig werden. Na, ich bin gespannt. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Folge hier von Let's Play Farm Manager 2021. Ja, und morgen sehen wir uns wieder bei der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss.